Servus, liebe Wander- und Outdoor- und Buschkraftfreunde. Hier draußen im Wald eine Übernachtung gemacht, und zwar mit ihm hier. Hi, ich bin der Dustin von Survival is Life und ich habe Bernd dazu überredet bekommen, dass er mal wieder dich an die Hängematte rantraut, und wie das ausgegangen ist, das seht ihr in diesem Video. Bleibt mal dran. Hey Dustin, du hast irgendwie ein selbstgebautes Tarp dabei für Leute, die vielleicht gerade anfangen. Ja, genau. Selbstgemacht und low budget. Erzähl mal. Also ich habe einfach mir Müllsäcke gekauft und eine Rolle Klebeband. Das Ganze kostet unter 5 Euro und ich habe jetzt hier ein Tarp mit dabei, das 2 auf 2 Meter ist. Aber Dustin, seine Mülltüte ist ja gar nicht mal so schlecht. Und alles klar? Mega! So, der Dustin, der hat mir gerade so eine silberne Tüte gegeben. Ich dachte, jetzt er was bildet damit. Was ist das? Fand ich interessant. Also von Wolf Around Survival, und das hier ist ein selbst zusammengestelltes Esspaket, Fresspaket. Es nennt sich Proviantmixer und das kann man auf dieser Webseite, hat er mir jetzt gerade alles erzählt. Das hat mir so gut gefallen, dass ich es eben mal eben euch erzählen wollte. Kann man sich da gewünschtes Proviant, gewünschtes Essen zusammenstellen lassen und man kriegt das in dieser eingeschweißten Tüte dann zugeschickt. Finde ich eine gelungene Geschichte, wenn man jetzt zum Beispiel nicht ein EPA-Paket hat oder so. Und ja, also irgendwie finde ich das jetzt gerade klasse, hat mich gefreut wie ein Schnitzel. Und da ist jetzt sowas drin wie zum Beispiel Kaffee, Powerriegel, Track and Eat, Chili con Carne und so weiter. Also gut, was dabei, sogar eine Mülltüte noch. Ja, vielleicht schaut sie mal auf die Seite rein. Da sieht man es nochmal. Und hinten ist dann sogar noch eine Nährwerttabelle zu den einzelnen Sachen, die man sich eben ausgesucht hat, drin. Ich habe es mir jetzt nicht ausgesucht, weil ich gar nicht wusste, dass ich sowas bekomme. Vielen Dank dazu. So, Brustfreunde, einen heißen Kaffee. Oh, lecker, hier draußen. In diesem wunderschönen Wald. Wahnsinn. Käffchen. Aber ich muss ja echt sagen, unser Aufbau ist einfach geil. Also hinten mit dem Tarp, dann die Hängematte, das ist einfach, lässt sich definitiv mehr als einen Tag hier so aushalten.
Einen guten. Danke. Und schmeckt's? Ja, ist in Ordnung, ja. Passt. So, ich esse heute auch mal Track and Eat aus der Tüte raus. Und zwar habe ich Jägertopf mit Rindfleisch und Nudeln. Hinten dran steht Försterin, aber die haben wir noch nicht getroffen. Zum Glück. Aber schauen wir mal. Gar nicht so schlecht. Jetzt esse ich gemütlich. So, ich habe jetzt hier die Setup quasi fertig gemacht, dass das alles passt mit meinem Billigschlafsack immer noch. Das ist jetzt der Winterschlafsack, den hätte ich wahrscheinlich nicht gebraucht, aber das kann man jetzt noch nicht so sagen. Das wird sich dann heute Nacht zeigen. Unten da schaut es noch echt schlimm aus, weil ich bin das ja gewohnt im Zelt oder beziehungsweise im Biwaksack oder im Katoma, da ist ein bisschen Ordnung, aber das schaut einfach nur noch katastrophal aus. Da muss ich jetzt unbedingt aufräumen, das geht gar nicht. So, jetzt in der Hängematte eingepackt, es regnet wieder recht ordentlich. Wir haben uns jetzt gesagt, es ist 9:30 Uhr, dass wir jetzt einfach mal schlafen gehen. Schauen wir mal, wie die Nacht wird. So, jetzt erstmal ein Käffchen. Guten Morgen nochmal. Ah ja, wunderbar. Sonne scheint, der Regen hat nachgelassen. Bei uns regnet zwar immer noch ein bisschen durch die Bäume, tropft das Wasser auf das Tarp. War eine super Nacht, war trocken für uns. Ja, und jetzt, wie habe ich geschlafen in der Hängematte nach so langer Zeit? Relativ gut, also nicht wesentlich schlechter als wie jetzt am Boden. Muss aber auch zugeben, dass natürlich die auch sehr bequem ist. War mir auch klar, dass da irgendwas sich verbessern würde. Ich hatte immer wieder so Wachphasen, aber das ist ganz normal. Das habe ich auch, wenn ich am Boden schlafe. Ja, wir haben gestern ja das Tarp hier aufgebaut und ihr habt ja gesehen, wir haben ein bisschen Wasser damit geschippt. Und hier unten erkennt man eigentlich richtig schön, dass es da immer noch drin steht. Also schöne Wassersammlung haben wir hier auf jeden Fall. Es hat ziemlich gut gehalten, drunter ist es auf jeden Fall trocken, die ganzen Klebestreifen haben alle sauber dicht gehalten. Das Einzige, was wir hier so ein bisschen das Problem haben, ist eigentlich hier an den Seiten, da haben sich so ein bisschen die Ösen so ein bisschen ausgefranst. Das heißt, man müsste die eigentlich ein bisschen mehr verstärken mit Kleber. Aber ich muss sagen, für 5 Euro ein schönes 2x2 Meter Tarp, echt vor allem so für Buschkräfteinsteiger, Top-Alternative zur Gewebeplane. Ja, Rekruten sind ja geil, die legen den Helm ja dann nicht so hin, dass du oben die Öffnung siehst, sondern andersrum. Achso, dass er getarnt ist. So, war eine tolle Zeit, das war's. Ich habe soweit abgebaut, das den baut noch ab, den Rest. Genau. War eine Top-Zeit, mit Regen, Schnee hatten wir nicht. Aber sonst, schade. Aber sonst alles, was wir wollen, ja, war klasse. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier draußen in der Natur. Schaut's beim Dustin auf dem Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao.